Aus dem beschaulichen kleinen Tettau in Nordbayern kommen Flakons und Flaschen für die große weite Welt. Heinz Glas blickt auf eine 400-jährige Firmengeschichte zurück. Das Familienunternehmen hat die Pest, zwei Weltkriege und den Ölpreisschock in den 1970er Jahren überstanden. Doch die aktuelle Gaskrise treibt den Firmenlenkern große Sorgenfalten ins Gesicht. Nach dem Einfall Russlands in die Ukraine sind die oder die Energiepreise teilweise um das Zehnfache im Vergleich zu 2019 gestiegen und zwischenzeitlich teilweise sogar bei dem 20-fachen gewesen. Also ist sehr volatil, aber grundsätzlich viel zu hoch und kaum mehr wirtschaftlich tragbar. Heinz Glas zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Glasflakons und Tiegeln für Parfüms und Cremes. Für die Produktion sind Temperaturen von bis zu 1600 Grad Celsius nötig. Das Unternehmen will weg von fossilen Energieträgern, doch so einfach ist das nicht. In Kleintettau laufen immer noch rund 40% des Herstellungsprozesses mit Gas. Am Standort in Thüringen sind noch mehr Umstellungen nötig. Unser Werk in Kleintettau hier ist bereits elektrifiziert. Also die Glaswannen sind elektrifiziert, die restliche Infrastruktur nicht. Also die Transformation weg von fossilen Energiequellen hin zu regenerativen Energiequellen ist möglich in der Glasindustrie. Die Glasindustrie ist dafür prädestiniert. Wir wollen und wir werden auch in Pisau, soweit es geht, die Transformation angehen. Doch eine vollständige Umstellung könnte Dutzende Millionen Euro kosten. Ein Betrag, den das Unternehmen nach eigener Aussage nicht aufbringen kann. Es fordert daher Unterstützung vom Bund und vom Land Bayern. Und sollte der Gasfluss aus Russland versiegen, dann droht die Verlagerung der Produktion ins Ausland, nach Indien oder China. Bei einem plötzlichen Gasstopp bleibt uns nichts anderes übrig, als die Glasschmelzwannen kontrolliert abzulassen und zu hoffen, dass dabei nichts kaputt geht. Allerdings würde der Aufbau der Glasschmelzwanne, vorausgesetzt, der ist technisch möglich, mindestens 12, eher sogar 18 Monate und länger dauern. Das heißt, die Produktion, die Glasindustrie in Deutschland wäre dann sehr wahrscheinlich verschwunden.